Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Underground. Ich bin mal wieder in einer neuen Aufnahmesession und ihr seht schon, ich habe mal wieder ziemlich lang nicht mehr gespielt. Am 4. Januar war meine letzte Aufnahmesession. Heute ist der 23. Februar, also schon wieder mehr als ein Monat ist vergangen. Ja, und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an. Rundkurs, kurz, Mega-Renner. Hey, pass mal auf, mein neuer Turbo lässt dich alt aussehen. Ach stimmt, das Rennen hatten wir schon mal versucht, in der letzten Folge. Niemand hat bisher kurz neuen Wagen schlagen können, bist du wohl der Erste? Bisher noch nicht, leider, aber das könnte sich ja noch ändern. Ja, es hat sich einiges getan bei mir. Ich bin umgezogen sozusagen. Ich habe auch einige, ja, ein paar neue Hardware-Teile für meinen PC besorgt. Manche von denen sind noch nicht angekommen, andere habe ich schon eingebaut. Deswegen, ja, da hatte ich dann nicht unbedingt so viel Zeit zum Aufnehmen. Und zudem habe ich auch die Anzahl der Videos verringert, die auf meinem Kanal veröffentlicht werden, aber das habt ihr ja sowieso gemerkt. Und zwar momentan, zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest, ist es so, dass ich nur noch ein Video pro Woche veröffentliche. Das ist natürlich, muss man sagen, extrem wenig. Aber den Umständen entsprechend war das, oder ist das momentan zumindest, einfach notwendig. Aber ich habe wirklich vor, wieder mehr zu machen, wenn ich dann auch bald wieder mehr Zeit habe. Es war halt nur gerade jetzt in letzter Zeit ein bisschen knapp von der Zeit her bei mir. Deswegen war da nicht wirklich mehr drin. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich da wieder etwas mehr machen kann in nächster Zeit. So, wir sind auf jeden Fall schon mal ziemlich gut auf der Pole Position. So, da bin ich wieder. Meine Stimme hat gerade kurz versagt. Und ich weiß ja nicht, ob ihr es hört, aber ich bin umgezogen und deshalb bin ich jetzt in einem größeren Raum, der auch ja, sich von der Akustik her anders anhört. Das heißt, möglicherweise hört ihr das jetzt, dass es möglicherweise ein bisschen mehr Halt im Hintergrund, also wenn ich spreche. Das habe ich jetzt bisher noch nicht so genau untersucht, inwiefern das jetzt wirklich vorhanden ist. Das werde ich mir dann mal nach der Aufnahmesession genauer anhören. Ob das jetzt wirklich so stark ist oder nicht. Und aber ich hoffe natürlich, dass das jetzt nicht sonderlich stark zu hören ist. Also naja, hört ihr ja sowieso jetzt selbst. Könnt ihr euch ja selbst ein Bild von machen. Ich habe auch noch meine Akustikwände, also diese Schaumstoff-Dinger, die ich an die Wand machen kann, damit es sich ein bisschen, damit es ein bisschen verringert wird. Die habe ich jetzt noch nicht angebracht. Das könnte ich dann noch machen, wenn das notwendig ist. Muss ich mal sehen. So, wir haben leider einen Platz verloren. Aber den werden wir uns ja hoffentlich noch zurückholen können. Ja, ich habe mir einige Themen aufgeschrieben, über die ich reden kann. Denn es ist einiges passiert in der Zwischenzeit. Oder naja, es geht, aber zumindest mehr als sonst. Womit fange ich an? Also nach der Karriere ist ja eigentlich geplant, den Multiplayer zu spielen mit Paul Meister zusammen von diesem Spiel. Allerdings habe ich das jetzt auch mal ausprobiert, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und leider habe ich festgestellt, dass es momentan noch nicht so toll funktioniert, wie ich das möchte.
Denn mir fehlt noch die passende Hardware, um das Ganze so zu verwirklichen, wie ich das haben möchte. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, in Need for Speed Hot Pursuit 2 habe ich schon mal darüber geredet, wie ich die Mehrspielerfolgen jetzt und in Zukunft handhaben möchte, also wie ich die machen möchte. Ich habe gesagt, ich möchte es jetzt immer so machen, dass man natürlich beide Perspektiven sieht. Also von mir und Paul Meister. Oh, okay. Ey, das ist meine Chance. Okay, wir haben uns wieder auf die erste Position geschoben. Sehr gut. Genau, mit dem Splitscreen-Modus, das war ja bisher jetzt auch schon immer der Fall. Also immer im Sinne von bei den letzten zwei Let's Plays, also bei Need for Speed Hot Pursuit 2 und ich glaube bei irgendeinem anderen auch noch. DTM Racer, genau. Waren die zwei, glaube ich, nur. Mehr waren es jetzt noch nicht, wenn ich mich recht entsinne. Also das soll jetzt bei jedem Mehrspieler-Display der Fall sein, dass ihr beide Perspektiven begutachten könnt. Allerdings, na toll. Allerdings möchte ich es so machen, dass beide Perspektiven im... Oh Gott. Ich möchte wieder auf die erste Position kommen, bitte. Es wäre toll, wenn ich das jetzt schaffen würde. Denn sechs Runden dauern natürlich schon so ein bisschen, bis man die gefahren hat. Also, ich möchte es so machen, dass beide Perspektiven übereinander zu sehen sind auf dem Bild, was ihr dann seht. Und zwar jeweils in 32:9 Format. Also, wenn man die dann beide übereinander darstellt, dann hat man wieder ein 16:9 Bild. Ich möchte es aus dem ganz einfachen Grund so machen, weil das, weil man eben somit die beste Übersicht hat eigentlich, wenn das Bild eben besonders breit ist und nicht quasi hochkant. Okay. Ja. Könnt ihr vielleicht auch nachvollziehen. Das ist ja auch im Normalfall eigentlich besser. Aber ich kann eben momentan mit meiner jetzigen Hardware das noch nicht so realisieren und deswegen werden wir leider den Multiplayer ein bisschen verschieben müssen von diesem Spiel. Und zwar ungefähr, naja, ein paar Monate vielleicht. Ganz genau kann ich es auch noch nicht sagen. Aber das kommt dann auf jeden Fall noch. Und bevor wir hier den Multiplayer nicht gespielt haben, also gezeigt haben, werde ich auch keine anderen Need for Speed Titel Let's Playen. Einfach damit da die chronologische Reihenfolge auch gewahrt bleibt. Das heißt, ich werde dann erstmal weitermachen mit den anderen DTM Race Driver Spielen. Da haben wir ja den ersten Teil schon durchgespielt. Als nächstes kommt dann DTM Race Driver 2, worauf sich, glaube ich, auch viele von euch freuen. Also zumindest beim ersten Teil haben sehr viele von euch sehr nette Kommentare geschrieben bei ja, der ersten Folge, aber auch bei den anderen Folgen habe ich mich wirklich drüber gefreut. Deswegen bin ich da natürlich auch voller Vorfreude auf den zweiten Teil. Hoffe natürlich, dass der ja auch gut ankommt bei euch. Wir haben es leider nicht geschafft. Tja, dabei waren wir am Anfang so gut, ne? Wir waren am Anfang echt gut vorn mit dabei. Aber dann blieb es nicht so. Naja, vielleicht diesmal. Das ist dann jetzt ja schon der dritte Versuch, ne, in diesem Rennen. In der letzten Folge hatten wir es, glaube ich, einmal versucht. Ja, so ist das. Und um vielleicht nochmal ein bisschen genauer darauf einzugehen, also ich kann momentan mit meiner jetzigen Hardware
kein Bild in der entsprechenden Auflösung übertragen, weil ich habe jetzt momentan nur ein Videokabel, was das nicht übertragen kann. Und ja, ich brauche da ja ein ziemlich langes, also ein 10 Meter Kabel, weil mein PC steht ja ziemlich weit weg von hier, wo ich aufnehme. Also, ja, auf der anderen Seite des Raumes. Einfach auch, damit es leiser ist. Weil wenn er direkt neben mir stehen würde, dann wäre der ziemlich stark zu hören und das wäre natürlich jetzt nicht so gut für die Aufnahme. Und ja, da brauche ich eben dann, bräuchte ich ein neues Kabel. Aber da ich sowieso in einem halben Jahr auf 8K umsteigen werde, wie ich es ja auch schon mal in Fuel Let's Play erzählt habe, falls ihr das gesehen habt oder falls ihr euch noch daran erinnert, habe ich mir gedacht, spare ich mir das, weil ich da sowieso quasi alles anders machen werde. Ab dem Moment, also das wird ungefähr im zweiten Halbjahr dieses Jahres der Fall sein. Es hängt ganz davon ab. Na toll. Okay, dann nehmen wir jetzt aber mal hier die Abkürzung. Das hat nicht wirklich viel gebracht, ne? So Leute, da bin ich wieder. Da wurde ich gerade kurz unterbrochen. Ja, also wann ich auf 8K umsteigen werde, das hängt ganz davon ab, wann die nächste Grafikkartengeneration rauskommt von Nvidia. Aber naja, das habe ich alles schon mal erzählt. Falls euch das interessiert, dann schaut einfach in die Fuel-Folge rein. Folge 67 war es, glaube ich. Und auch bei Need for Speed Hot Pursuit 2 habe ich schon mal drüber geredet. Ja, also ich glaube, ich werde da nochmal ausführlich drüber reden, wenn es dann tatsächlich soweit ist. Also im zweiten Halbjahr August oder Juli oder ich weiß nicht genau wann. Werden wir dann sehen. Und ja, so lange werde ich jetzt erstmal den Multiplayer von diesem Projekt noch verschieben. Bei DTM Racer 2 ist es hingegen so, dass das Spiel gar kein benutzerdefiniertes Seitenverhältnis unterstützt. Das heißt, da kann ich es gar nicht so machen, wie ich das gerne hätte. Mit dem zwei Bildern übereinander in jeweils 32:9, weil das Spiel nur in 4:3 spielbar ist überhaupt. Dementsprechend ja, machen wir es da genauso wie auch bei Need for Speed Hot Pursuit 2 und wie bei DTM Race Driver eben die zwei 4:3 Bilder nebeneinander, weil es gibt eh keine andere Lösung, wie man es machen könnte. Dementsprechend brauche ich da auch keine zusätzliche Hardware, um das zu realisieren. Das heißt, das wird ohne Probleme machbar sein. Ja, so viel dazu. Aber ich glaube, viele von euch freuen sich auch darüber, dass ich dann eher mit DTM weitermache erstmal. Oh nein. Und weniger mit Need for Speed, wobei Need for Speed ja eigentlich auch echt eine coole Serie ist. Also ich persönlich zumindest finde die echt gut. Und die DTM Racer Spiele habe ich auch noch nie gespielt vorher. Ich habe ja wie gesagt angefangen mit Grid 2. Anschließend habe ich Grid Autosport gespielt. Danach erst Race Driver Grid und jetzt zuletzt DTM Race Driver 1. Also, ja. Kenne ich noch gar nicht so sehr die Spiele. Tja, und das sieht jetzt echt schlecht aus hier für uns. Wir sind schon wieder auf dem letzten Platz. Also irgendwie bin ich da nicht so ganz zufrieden mit meiner Leistung. Aber das kann doch auch nicht sein, ey. Ach, Freunde. Fünfte Runde. Vor allem, wie die da vorne auch alle auf einem Fleck sind. Ich bin hier hinten. Oh Mann, ey.
Tja, vielleicht sollte ich mal weniger erzählen und mich tatsächlich mehr aufs Rennen konzentrieren. Es ist halt doch nicht so einfach. Boah, gerade so über das Taxi rüber. Okay, gerade so ausgewichen. Also wir kommen wieder näher ran. Wenn ich jetzt weiter fehlerlos bleibe, könnten wir unter Umständen sogar noch den einen oder anderen Platz wieder aufsteigen. Aber dafür muss ich mich jetzt wirklich konzentrieren. Okay. Nein, Mann, musst du gerade da sein. Hallo, Y. Boah. Ja, da hat er sich auch zurückgesetzt. Mann, wie oft muss ich denn Y drücken, damit ich mal zurückgesetzt werde? Ey, das ist doch schon wieder... Wie weit sind die da vorne weg? 7 Sekunden. Werde ich das ja gleich offscreen weitermachen müssen hier. Das ist ja gar nicht cool. Denn die... Ey, komm. Mann, bleib doch mal in der Spur. Die Folge neigt sich auch schon wieder dem Ende entgegen. Wir haben 0 Fortschritt erzielt. Bis hierhin in dieser Folge. Das ist nicht schön. Da werde ich wohl ein bisschen was offscreen machen müssen. Naja, immerhin habe ich euch ein bisschen was erzählt. Okay. Ja gut, wir sind sogar noch Zweiter geworden, aber naja, es macht ja keinen Unterschied. Leider. Wieder 8 Minuten da. Ging das Rennen hier? Tja, 16.000. Bringt mir auch nichts. Unique Vinyl. Okay. Okay, dann würde ich mal sagen, mache ich das Rennen jetzt mal offscreen. Denn ich konnte es nicht innerhalb der ersten 20 Minuten der Folge schaffen. Es ist ja auch wirklich wahnsinnig langes Rennen. Also ja, ich melde mich gleich wieder bei euch zurück nach diesem Versuch und zeige euch, was daraus geworden ist. Also bis gleich. Alter. Mann, lass mich doch zurücksetzen. Alter, Mann. So wird das doch nichts hier. Mann, jedes Mal. Das kann doch nicht. Ja. irgendwie wird das nicht besser hier. Tja. Vielleicht sollte ich mal lernen, einfach diese Abkürzung da mal richtig zu nehmen. Weil so wird das ja irgendwie nichts, Freunde. So, wir sind wieder Letzte geworden. Oder was heißt, wieder? Wir sind ja des Öfteren sogar Zweiter geworden. Naja, auf jeden Fall, ihr habt gesehen, woran es gelegen hat. Die Abkürzung nehme ich irgendwie nicht richtig. Die nehme ich immer falsch. Und da werde ich jetzt mal dran arbeiten, dass das vielleicht mal besser wird. Über das Ergebnis werde ich euch gleich informieren. So, einfach mal langsam da durchfahren. Das ist doch, glaube ich, mal eine gute Idee.
So Leute, die letzte Runde steht an. Wir sind ziemlich nah am ersten Platz dran. Das heißt, es könnte durchaus was werden in diesem Versuch. So, jetzt sind wir wieder Erster. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es diesmal was wird. Ich bin diesmal in der Abkürzung da ein bisschen langsamer gefahren und vorsichtiger. Und das hat tatsächlich geholfen, dass wir hier... Och, komm schon, ich dachte, ich fliege über den rüber. Ey, machen. Ja, super. Das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Mann, ey, das kann doch nicht sein. Ey, ein Fehler. Das ganze Rennen ist im Eimer, oder was, ey? Ist das nicht ein bisschen übertrieben, Leute? Meint ihr nicht auch? So. Ja, super. Was soll ich da jetzt noch machen? Da hilft mir mein Nitro auch nicht mehr. Ja. Hätte was werden können, aber leider nicht. Ein Verkehrsauto musste mir den Sieg streitig machen in diesem Rennen, was diesmal nur 7,5 Minuten gedauert hat, statt 8 Minuten. Okay. Übrigens habe ich mir noch gedacht, wir könnten vielleicht noch unseren Wagen wechseln, denn den Nissan haben wir jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, es gibt jetzt schon einen besseren oder einen anderen neueren Wagen auch noch im Autohändler. Aber naja, wir haben ja gesehen, dass das eigentlich auch so geht, deswegen möchte ich das jetzt schon auch noch so versuchen. So, das Pia-Vinyl freigeschaltet. Und ich versuche das Ganze nochmal. Ja. Hoffentlich wird's was. Ja, was hätte ich denn da jetzt machen sollen? Alter. Oha. Jawohl. Tja. Was soll man dazu sagen? Minute 40, jawohl. Wir haben freigeschaltet das NOS Honey-Vinyl. Aber leider wieder verloren. Tja. Ja, Leute, da bin ich wieder. Für euch ist jetzt nur ein kurzer Moment vergangen. Für mich sind allerdings zwei ganze Wochen vergangen. So ist es. Ich habe nämlich an dem Tag nicht mehr weitergespielt, wo ich dieses Rennen versucht habe, weil ich ziemlich müde geworden bin. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Eigentlich hatte ich ausreichend geschlafen. In jedem Fall habe ich das Rennen dann nicht mehr weitergespielt, jetzt zwei Wochen Pause gemacht und ja, heute versuche ich es nochmal. Natürlich weiterhin offscreen. Das heißt, ich werde euch gleich wieder die Ergebnisse zeigen, die ich nach einem weiteren Versuch erreicht habe. Also, bis gleich. Nitro! Ja, super. Dritter geworden, ey. Ach, Mann. Tja. Es wird hier leider nicht so wirklich was. Aber möglicherweise ändert sich das noch. Oh, wir haben ein Unique-Vinyl freigeschaltet. Wieso auch immer. Neuer Versuch. So, und wieder sind wir nicht Erste geworden. Diesmal war es ziemlich knapp. Ich war ziemlich lange auf dem ersten Platz bis in die letzte Runde.
Doch dann ist mein Wagen wieder irgendwie komisch ausgebrochen. Ich weiß nicht genau wieso. Und dann musste mich der Jerris auch noch wegrammen, während er mich überholt hat, sodass ich noch weiter zurückgefallen bin. Ja, da war dann nichts mehr zu machen. Also das Rennen, boah, das hat sich in sich. Ich frage mich gerade, ob ich schon jemals bei irgendeinem Rennen in diesem Spiel so viel Zeit aufgewendet habe, um es zu schaffen. Es könnte sein, dass das ein neuer Rekord ist, was die Zeit angeht, die wir hier brauchen dafür. So, was haben wir hier für eine Punktzahl? 19.744 Rennstallpunkte gibt es dennoch. Aber leider müssen wir es nochmal versuchen. So, und ein weiterer Versuch ist beendet worden. Wir sind wieder Dritter geworden. 2,8 Sekunden hinter dem ersten. Der erste wird aber auch immer besser, ne? Jetzt schon nur noch 7 Minuten 47. Vorher hatten wir da ja mal nur 8 Minuten gebraucht, glaube ich. Und ja, also ich habe das Gefühl, die anderen werden auch irgendwie immer besser mit der Zeit. Naja, vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Auf jeden Fall müssen wir es nochmal versuchen. Oh, wir haben aber das Pia-Vinyl freigeschaltet. Na, wenn das nicht ein angemessener Trostpreis ist. So Leute, wir sind in der letzten Runde dieses Rennens. Und auf Platz 1 momentan. Das bedeutet, nach langer Zeit mal wieder, könnten wir jetzt tatsächlich mal die Chance auf den Sieg haben. Ja, das Rennen bis hierhin lief ziemlich gut. Ich habe mir jetzt hier gemerkt, an dieser Kurve, wo wir gerade vorbeigefahren sind, muss man wirklich sehr vorsichtig fahren, weil der Wagen da sehr leicht einfach mal so rauskommen kann. Wenn man da ein klein wenig unachtsam ist oder wenn man halt ja, versucht, die Kurve sehr schnittig zu nehmen. Das mag der Wagen überhaupt nicht. So, nur noch wenige Kurven trennen uns von der Ziellinie. Einer unserer Konkurrenten ist ganz nah dran. So, den wollen wir jetzt natürlich nicht durchlassen. Eine Kurve noch. Nitro. Boah, und da wollte er uns noch den Sieg wegnehmen, aber wir haben es nicht zugelassen, Freunde. Endlich geschafft dieses Rennen, ey. Mann, war das lang. Ey, ich sitze jetzt hier seit, naja, also mein Timer sagt 1 Stunde 30. Stimmt aber nicht ganz, weil ich eine kurze Pause zwischendurch gemacht habe. Also ich würde mal sagen, 1 Stunde 10 habe ich jetzt hier ungefähr wieder drin gesessen. Nur heute natürlich. Das letzte Mal ist jetzt da nicht mit eingerechnet. Und wir haben tatsächlich nur 7 Minuten 29 gebraucht. Die letzten Male lag das ja eher bei 8 Minuten, die Zeit. Also da sind wir auch deutlich besser geworden. Boah, wir haben es endlich geschafft, Mann. Das war wirklich ein schwieriges Rennen. 34.384 Rennstallpunkte gibt es auch dafür. Wir schalten noch frei das NOS Holly Vinyl. Schon wieder das Pia Vinyl. Eigentlich hatten wir das zwischendurch schon. Aber okay. Vielleicht wurde es nicht gespeichert, das kann sein. Stimmt, ich habe das Spiel zwischendurch, musste ich das Spiel beenden. Da wurden die Sachen dann nicht gespeichert. Naja, was soll's. 1250 gibt es aufs Konto. Boah, und ich bin so froh, dass wir das jetzt endlich hinter uns haben. Und wir haben jetzt auch mehr als 100.000 wieder auf dem Konto. Okay, was kommt denn in der nächsten Folge dran? Zeitfahren, maximale Ausbeute. Partei auf allen Ranglisten. Nicht schlecht. Du hast es echt drauf, was? Oh, richtig. Die Ranglisten. Wir sind jetzt überall auf das 3. Nee, waren wir schon vorher, ne? Das waren wir schon vorher. Richtig. Aber nichtsdestotrotz ist das dennoch eine gute Ausbeute. Der beste Fahrer der Szene in meiner Werkstatt? Ach, du bist's nur. Ich lach mich krank.
Okay, maximale Ausbeute, Seventh and Sparling. Mittlerweile solltest du wissen, wie es geht. Sei in weniger als 1 Minute 57 bei TJ und er gibt dir ein paar neue Upgrades. Stimmt, von TJ haben wir auch schon lange nichts mehr gehört. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Die Folge sollte jetzt, glaube ich, lang genug sein. Wie lang genau sie ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber definitiv nicht zu kurz. Und ja. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewertet nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge und ciao.